bin ich Winzer geworden, weil schon von klein auf ich immer gerne draußen war. Ich gemerkt habe, dass ich einen grünen Daumen habe in dem Sinn, dass man gerne geholfen hat. Und zur Berufswahl war mir einfach klar, entweder Forstwart oder Winzer. Und dann hat es sich ergeben, dass ich ganz gute Lehrstellen gefunden habe im Bereich Weinbau. Dazu verletzten Wille, dass eigentlich ein alter Winzer am Turmfest auf mich zukam und gefragt hat, ob ich nicht ihm seinen Rebbeck kaufen will. Ich habe Karin hier schon kennt, also meine Frau. Und wir haben uns dann eigentlich Hals über Kopf, das heisst innerhalb von zwei Wochen entschlossen, um den Rebbeck zu kaufen. Iselisberg ist eigentlich, wenn man es so von der weinbaulichen Seite anschaut, gesegnet mit einem absolut genialen Mikroklima. Einerseits haben wir, wenn man die Böden anschaut, haben wir eine Situation hier, wo man eigentlich jegliche Traubensorten anbauen kann. Weil die Böden, das ist ein grosser Moränenhang mit kiesigen, lehmigen Böden, teilweise auch Sand dazwischen. Und das Zweite ist eben halt, dass man von der Sonnenscheindauer, von der Regen, also Niederschlagssituation, eher wenig Niederschläge haben, wenn man jetzt also mit der deutschen Schweiz allgemein vergleichen tut, eher viel Wind haben. Und wie wir so südwärts ausgerichtet sind, natürlich auch geniale Einstrahlung haben von der Sonne her. Also auch hier, du kannst jegliche Weißweinsorten und jegliche Rotweinsorten anbauen, mit den verschiedenen Höhenstufen auch. Die untersten Reben von uns sind 120 Höhenmeter tiefer als die obersten Reben. Dementsprechend auch dort können wir extrem spielen, was die Sortenwahl und auch den Erntezeitpunkt natürlich den anbelangt. Dass wir biologischen Weinbau machen heute, schon lange machen eigentlich, hat ganz einen einfachen Grund. Zwei Jahre nachdem wir dann wirklich selbstständig geworden sind, habe ich eine Allergie bekommen und wir haben gemerkt, dass es mit einem gewissen Wirkstoff zusammenhängt, wo um eine Pestizid herkommt. Und der erste Schritt war dann halt schon mal gewesen, grundsätzlich das biologisch-organische aufzugreifen. Das hat auch etwas damit zu tun, mit der Betriebsgröße. Ist ganz klar, der nachfolgende Schritt ist biodynamisch. Es birgt eine gewisse Gefahr, dass vielleicht die Weine schlussendlich halt nicht mehr so sind, wie sich jetzt momentan der Kunde effektiv das gewöhnt ist. Sprich Spontangärungen und so weiter. Und da müssen wir den Kunden einmal mehr daherführen. Und das muss bei uns auf dem Betrieb über eine längere Zeit gehen. Also ich sage jetzt mal über 4-5 Jahre. Viele Leute fragen uns immer wieder, was ist eigentlich quasi eben unser Hausstil. Es hat ganz klar angefangen mit der Eroberung eigentlich von einem jungen Kundenkreis. Und dementsprechend hat man auch Wein gemacht, der dem jungen Kundenkreis entspricht. Also sehr fruchtbetont, sehr aromatisch in die Nase. Und dann aber auch sehr ausgewogen im Gaumen. Eine gewisse Frische, die durch Zürich reinkommt, und eine gewisse Lieblichkeit, einen gewissen Charme, der halt auch bei der Weisse vor allem eine gewisse Süßigkeit, also Restsüße, reinbringt. Also faszinierend an der Zusammenarbeit mit Burulak ist für uns natürlich, also die Frage, können wir die Vision, die Burulak hat, zum schlussendlich den Wein erfolgreich zu verkaufen irgendwo? Können wir die Vision von dem Wein überhaupt produzieren? Im Bio denkst du immer, ja, es gibt halt dann da, was es gibt. Sehr viele Zufälle, die dazu auch irgendein Wein hervorbringen. Hier arbeiten wir etwas anders. Also wir haben schon sehr viele Zufälligkeiten, auch, wo wir aber eigentlich, soll ich sagen, dem lassen wir nicht einfach laissez-faire, sondern wir tun das sehr kontrolliert, tun wir das eigentlich durchführen, respektive auch sehr kontrolliert reifen lassen und suchen natürlich da immer wieder das Gespräch mit dem Burulak, um zu wissen, sind wir denn jetzt auf dem richtigen Weg oder sollen wir allenfalls andere Fässer nehmen oder sollen wir allenfalls ein kleines Cuvée machen, um mehr Finesse oder Säure reinzubringen oder was auch immer. Als das Team von Burulak zuerst mal zu uns kam, hat im Hintergrund ein Specht gekämmert. Das war für mich eigentlich nicht etwas Weltbewegendes. Ich denke, ich bin ja hier aufgewachsen und habe das schon jemand gehört. Für das Team von Burulak ist das etwas, ja, sage jetzt mal, passend gewesen an dem Tag und hat uns aber dann dazu bewogen, eigentlich auch, um das aufgreifen, das Thema. Und so ist eigentlich die Specht-Etikette, der Specht als Bindeglied ganz wichtig geworden. Und wie es halt jetzt ist, es gibt eine Weiterentwicklung, es gibt ja auch mehr Wein. Die Idee mit der Wachskapsel ist gekommen. Und da tut natürlich die Wein, die Burgunderflasche mit der schwarzen Etikette massiv abheben, sage jetzt vor allem klassische, die da ist. Und das ist eigentlich schon
Wie schön ist die Idee eigentlich überhaupt aufgenommen worden? Und wir haben es jetzt können umsetzen, zum Glück, weil es ist eine Idee, wo natürlich auch sehr viel Handarbeit nach wie vor drinsteckt.